Das Friedenslicht kommt seit fast 20 Jahren jedes Jahr aus Bethlehem nach Deutschland. Die Aktion soll Hoffnung schenken und dabei helfen, Frieden zu finden. Jetzt ist das Licht in Frankfurt angekommen. Evangelische und katholische Gemeinden aus Sachsenhausen und Oberrat haben das Licht am Südbahnhof weitergegeben. Das Friedenslicht aus Bethlehem, das im Flugzeug nach Frankfurt gekommen ist und in ganz Hessen verteilt wird, haben wir hier an Menschen verteilt, die das mitnehmen wollen in ihre Häuser und in ihre Kirchen. 25 Jahre Weihnachtstradition gehen zu Ende. Unter dem Motto Durchhalten gestaltet der Darmstädter Pfarrer Wolfgang Weinrich zum letzten Mal die Christnacht an Heiligabend. Neben einem Gottesdienst und Live-Musik hatte die Christnacht immer ausgefallene Talkgäste, darunter einen Piloten, eine Traumatologin oder einen Journalisten aus einem Krisengebiet. Die Christnacht beginnt am 24. Dezember um 22 Uhr im Jagdhofkeller in Darmstadt. Das Dekanat Rottgau hat für die Adventszeit ein ganz besonderes Video gemacht. 14 Kirchengemeinden singen Großer Gott, wir loben dich. Über 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Dekanat haben bei der Aktion mitgemacht.